Willkommen zurück, liebe Gaming-Freunde, zu The Last of Us Remastered auf der PlayStation 5. Euer T, wie immer für euch am Mic. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr wieder bei diesem wunderhübschen Spiel dabei seid. So, Ellie, was geht? Wo bist du da? Kann man hier auch irgendwas mitnehmen? Ganz lieben Dank. Oh! Neuer El Diablo. So, was haben wir überhaupt für Waffen bisher? Das Jagdgewehr. Ich habe aber die Sniper habe ich nicht gekriegt, ne? Das wundert mich jetzt ein bisschen. Die Sniper habe ich nicht gekriegt. Tja, so viel dazu. Wir folgen dem Fluss, dann kommen wir direkt zu Tommy. Na komm. Vielleicht kriege ich die bei Tommy, kann natürlich sein. Wo ist sie denn jetzt? Mein Gott, sieht das gut aus. Und ich spiele hier nur die Remastered-Fassung. Also ich spiele hier nicht die neue PlayStation 5-Fassung. Was meinst du? Du und Tommy. Ihr habt euch getrennt, also muss was passiert sein. Wir hatten ein paar Unstimmigkeiten, mehr nicht. Oh, wusste ich doch. Worum ging es dabei? Tommy hat seine Meinung, ich habe eine andere. Und darum war er bei den Fireflies. Ja, deine Marlene versprach ihm Hoffnung. Das hat ihm zunächst genügt, aber wie er so ist, hatte er bald genug davon. Wie war es bei eurem letzten Treffen? Ich glaube, seine letzten Worte waren, ich will deine verdammte Fresse nie wiedersehen. Und der soll uns helfen? Das werden wir wohl bald rausfinden. Tja, ob mit oder ohne ihn, wir schaffen das. Gehen wir weiter. Ja, ganz lieben Dank nochmal für die Comments und Likes auf das Projekt. Bitte auch weiterhin das Ganze hier mit einem Daumen unterstützen. Du siehst, es ist ein altes Wasserkraftwerk. Ein Wasser was? Es nutzt die Strömung des Flusses und macht daraus Elektrizität. Wie macht es das? Ich weiß, was es ist. Ich weiß nicht, wie es das macht. Okay. Wie kommen wir darüber? Okay. Na bitte. Oh. Boah, das hat sich ja mal richtig gelohnt hier. Das ist die hier, ne? 15 Schuss. So, können wir die auch noch mitnehmen. Da sind wir voll. Sehr schön. Die taucht auch nicht viel, die Pistole. Am besten ist immer noch die Shotgun. Fragt sich nur wie. Müssen wir wahrscheinlich rum, ne? Irgendwie. C.
sieht so genial aus, das Wasser. Oh Gott, wie war das denn jetzt noch? Wie kommen wir da dann noch? Wie kommen wir da noch an die andere Seite? Rüberschwimmen? Wohl kaum. Ich überlege mir was. Warte hier. Schwimmen scheint wohl doch gar nicht so eine schlechte Idee zu sein. Aber wie komme ich da hoch? Darauf? Nee. Kann er tauchen? Ist hier unten irgendwas, was ich gebrauchen kann? Da unten ist irgendwas. Oh, ich glaube, ich muss mal hoch. So. Aber das wird da irgendwas mit diesem Häuschen zu tun haben. Ich sehe hier sonst nichts. Nee. Ich muss schon wieder hoch. Der hat auch keine Puste, der Gute. Obwohl, ich glaube, ich würde das unter Wasser auch nicht länger aushalten. Es muss auf jeden Fall irgendwas unter Wasser sein, was wir gebrauchen können. Floß oder... Holz, irgendwas. Wir müssen schon wieder hoch. Wie wär's mal mit dem Tipp vom Spiel? Dankeschön, wäre ganz lieb. Wieso kommt er da denn nicht hoch? Da muss man, kann man doch hier die Wand hoch. Das ist halt tot. Wenn ich da lang schwimme, das ist mit Sicherheit nicht. Ich schwimme noch mal eben da hinten hin. Ja, danke schön, dass ich auch mal... Löse die Holzpalette, die sich unter Wasser befindet. Irgend sowas war das doch sicherlich wieder. Das soll eine Holzpalette sein. Ach, das muss man, da muss man auch erstmal drauf kommen, ne? Wusstest du doch, dass es irgendwas mit diesem Haus auf sich hat? Ah, nun geh da doch rein, was... Guckst du denn so lange? So, komm. Und mach. Oh. Ich muss wieder hoch. Hoch, 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 hoch.
Also doch von oben, oder wie? Kerle, nun schwimm doch mal ein bisschen schneller. Da, jetzt geht's. Okay. Der arme Mann muss sich hier abrackern. Kerle, du musst jetzt. Ich weiß, steig auf die Scheißpalette. Eine Welt voller Paletten. Das scheint wohl noch nicht richtig zu sein. Oh, wo soll ich die denn jetzt anlegen? An das Ding hier? Wo mach du? Ach, da ist ein Stück frei. Also da kommst du ja jetzt wohl hoch. Wollte ich gerade sagen noch. Na los, dreh das Ding. So, ich kann da ja wieder rauf. Kann man auch mal bitte sagen, Joel. Ich weiß, habe ich auch. Das nächste Eichhörnchen muss man glauben. Noch ein Stück weiter und dann besorgen wir was zu essen. Gut, wenn ich verhungere, ist das deine Schuld. Gehen wir rein? Außenrum geht's nicht. Wir müssen durch die Fabrik. Wir gucken natürlich erstmal hier rein. Karte des Kraftwerks. Teile. Sehr schön. Wo können wir noch irgendwas herstellen? Messer ist immer gut. Gesundheit nehmen wir auch auf jeden Fall. Da fehlt ein bisschen was. Medikit. Okay. So. Ist ja nicht die Waffe. Da ist er doch. Pistole weg, sofort. Ellie, tu, was die Dame sagt. Okay. Ihr habt euch verirrt? Wir wussten nicht, dass hier jemand ist. Wir wollten hier einfach nur durch. Und wohin? Wir sind okay. Was, du kennst die beiden? Ihn kenne ich. Das ist mein verdammter Bruder. Tommy? Oh Mann, scheiße. Wie geht's dir, kleiner Bruder? Verdammt! Lass dich mal ansehen. Du bist scheiß alt geworden. Wart's ab, das blüht dir auch noch.
Das ist Maria. Sei lieber nett zu ihr. Sie ist sowas wie die Chefin hier. Ma'am, danke, dass mein Kopf noch dran ist. Wäre ja auch peinlich, den eigenen Schwager abzuknallen. Tja, irgendwann erwischt es uns eben alle, hm? Ellie, richtig? Ja. Was führt dich her? Das ist eine lange Geschichte. Warum gehen wir nicht rein? Ja. Hunger? Und wie? Falscher Alarm! Es sind Freunde! Es gab Überfälle. Hier sind viele Räuber unterwegs. In letzter Zeit war es ruhig. Was machst du eigentlich hier? Ich dachte, du wärst in Jackson. Wir wollen das Kraftwerk wieder zum Laufen bringen. Es hat schon funktioniert. Aber eine Turbine ist hin. Es gab hier Strom, Joel. Gab. Wir kriegen das wieder hin. Oh, Mann. Ihr habt hier Pferde. Sogar ganz schön viele. Hey, Tommy, hilf mir mal kurz. Warte, bin gleich wieder da. Darf ich? Ja, na klar. Er mag Ohren kraulen. Kannst du denn reiten? Ja, allerdings. Wann hast du reiten gelernt? Winston, ein Soldat aus der Zone. Er hat's mir gezeigt. Weißt du, wenn du willst, reiten wir nachher ein Stück. Das wäre klasse. So. Hey, danke, Tommy. Kein Ding. Okay, weiter mit der Führung. Ja? Was machst du hier? Solltest du nicht heute Morgen zurück? Ich warte auf Hauser und die anderen, die mich ablösen. Wir kommen klar, du. Du kannst nach Hause gehen. Es sind nur noch ein paar Stunden. Ich zieh das durch. Okay, dann mach's gut. Maria! Ja, was ist? Wir sind im Kontrollraum. Steve bringt gerade alles zum Laufen. Schaust du es dir an? Ich esse lieber was mit Ellie. Ich bin sowieso dran. Ich gehe. Ich komme mit. Geh mit Maria und iss mal was. Joel? Komm, Ellie. Lassen wir die Jungs mal machen. Ich schicke Tommy rüber. Er hilft. Komm. Das ist das sechste Mal, dass sie es mit diesen Turbinen versuchen. Wir sind eine Woche hier, aber mir reicht's schon. Ich hab da was für dich. Ich war letztes Jahr in Texas, zu Hause. Es war nicht mehr allzu viel da. Aber das. Hoffentlich eine Sniper. Hier. Ein bisschen verblasst, aber sonst noch gut. Oh, cool. Foto. Nimm du es. Sicher? Ich meine... Ich sagte, nimm es. Okay. Ich bewahre es für dich auf. Tommy, ich muss mit dir reden. Alleine. Ja, okay. Lass mich noch schnell nach meinen Leuten sehen. Komm mit. Vielleicht hast du gehört, wie es in der Stadt läuft. Wir sind jetzt mehr als 20 Familien. Es waren Maria und ihr Vater. Sie hatte die Idee einer unabhängigen Stadt. Wir haben Saatgut und Tiere. Weißt du noch, dass wir dachten, niemand könnte so leben? Ja, wir tun es. Was macht ihr zu eurem Schutz? Die Erwachsenen bewachen die Umgebung. Wir haben einen elektrischen Zaun, wenn das Kraftwerk wieder läuft. Aber Infizierte kommen trotzdem hin, ne? Wohin nicht? Aber so ist halt die Welt. Vielleicht muss das nicht sein. Du klingst wie Marlene. Na, Kleiner,
Das ist Buckley. Nicht gerade ein Wachhund. Ja, braver Hund. Aber er ist wie ein Freund. Diese beiden Genies bringen das Kraftwerk zum Laufen. Wir glauben, es klappt diesmal. Lass mal alles schon mitnehmen hier. Glaubst du uns nicht? Ich habe nichts gesagt. Dankeschön für die Pillen. Klar, ich verdopple. Wir sind fast fertig. Sie müssen nur noch die Platte aufsetzen. Keine Eile. Rauchbomben verbessert, geil. Und wir haben einen Tisch. Das ist schon mal sehr gut. So. Was kann man denn überhaupt noch machen? Nach, da brauche ich Werkzeugstufe 4 für. Einen Rückstoß kann man noch machen. Und die Reichweite. Oh, 30. Das machen wir. Nachladetempo beim Jagdgewehr. Die Shorty. Ah ja, wir haben ja auch noch die Shorty und dann noch die. Da kann man das Nachladetempo nehmen wir auch. Ja, man muss ja hier alles so ein bisschen. Ja. 17 Teile, da kann man auch nicht mehr viel mit reißen. Da kriegen wir nichts mehr für. 17 Teile ist zu wenig. Na, das hält. Da müssen wir erstmal wieder ein bisschen sammeln. Okay, das ist gut. Absenken, langsam. Okay, das ist gut. Tommy ist hier. Sind wir fertig? Nur noch. Okay, und das war's. Fertig? Mach schon, drück drauf. Es geht los. War sauber, wieder Strom. Gut gemacht, Jungs. Jemand sollte Maria die gute Nachricht übermitteln. Da siehst du? Ganz schön beeindruckend. Du schuldest ihnen 2 Millionen. Okay, Joel. Reden wir. Eine bunte Truppe seid ihr hier. Ah, sind gute Leute. Hier kriegen sie eine zweite Chance. Ist für alle noch eine Chance. Warum bist du aus Boston abgehauen? Ich erlebe jetzt Abenteuer, kleiner Bruder. Schätze, das hat wohl was mit dem Mädchen zu tun. Es hat sogar nur mit dem Mädchen zu tun. Gut. Erzähl schon. Sie ist immun. Immun wogegen? Ja, oh, ich bitte. Weiß. Aber ich habe gesehen, wie sie ohne Ende Sporen eingeatmet hat. Und nichts. Ich wollte es auch nicht glauben. Aber es ist so. Okay. Ich glaub's. Was soll sie hier? Sie muss irgendwie zu den Fireflies. So wie ich das hier einschätze. Könnt ihr sie hinbringen und kriegt dann den Lohn. Ich habe ewig kein Firefly gesehen. Aber du weißt, wo sie sind. Ich verlang nicht viel, Tommy. Einfache Ausrüstung und dann bin ich wieder weg. Warum sollte ich das für dich tun? Das ist nicht für mich, Tommy. Es geht um deine Sache. Meine Sache ist jetzt die Familie. Wir reden hier doch nicht von einem Spaziergang. Herrgott, nochmal. Soll Maria ein paar von deinen tollen Freunden dazu bringen? Wir haben auch Familie. Tommy, es muss sein. So. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und lasst auf jeden Fall einen Daumen da unten
Ja, ein Abonnement würde mich extrem freuen, dass ich weiß, ihr habt Bock auf mehr hier. Lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und munter. Ciao, ciao.